Moin, herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play LS17 mit dem Friesenjung. Ich war in der letzten Folge dabei, hier in der Zellstofffabrik die Spawnplätze mal ein bisschen freizuräumen, weil die arbeitet so rasend schnell. Da bin ich gar nicht ganz mit fertig geworden. Also machen wir jetzt hier weiter. Hier ein wenig auf, dass die Zellstofffabrik munter weiterarbeiten kann. Und wir sehen dann mal, müssen wir unbedingt mal herfahren mit dem Transporter oder mit zweien. Wir müssen hier mal wieder Platz machen. Das Schöne ist, dass ich diese Kartons, die ich hier produziere, und Papier bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das jetzt auch noch an anderer Stelle brauche. Könnte ich ganz ehrlich gerade gar nicht sagen. Im Moment brauche ich es nur in der Molkerei. Ich weiß gar nicht, ob in der Version 3 da noch was dazu kam. Da müsste ich glatt mal gucken. Ich habe übrigens auch eine Übersicht gemacht, welche Produktion welche Rohstoffe braucht, welchen Input sozusagen, welchen Output ich dadurch generiere. Das Ganze werde ich euch in der Beschreibung unterm Video mal verlinken. So, hier kommen Hackschnitzel rein. Ich weiß gar nicht, was man hier noch anliefern kann, damit daraus Zellstoff gemacht wird. Ich glaube, Häckselgut oder so. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Kippt ihr einfach hier praktisch rein, fahrt hier durch und alles wird schön. Ein bisschen was ist noch da, kann also noch weiter munter weiter produziert werden. Gucken wir mal, was wir noch liegen haben, was wir hier noch benutzen. Wir haben hier oben das Palettenlager, was wir benutzen natürlich. Palettenlager ist im Moment gerade gar nicht so viel drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Palettenlager wird ja auch noch ausgebaut, dadurch, dass neue Produktionsstätten dazukommen. In der Version 3 wird hier noch mehr Lagermöglichkeit geschaffen. Ich habe hier also 335.000 Liter Leerpaletten, 354.000 Liter Pellets. Das ist, glaube ich, komplett voll damit. Es gibt da keine Lagerflächen mehr. Und hier drüben habe ich dann gar nicht so viel. Ich habe also schon viel verkauft. Gucken wir mal. Ja gut, Blumenkohl und Rotkohl habe ich. Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche habe ich hier nicht. Habe ich aber noch auf der Obstfarm, habe ich noch nicht hergebracht. Mehl, Zuckerbrot, Speiseöl, Kartoffelsack, Kartoffeln habe ich gar nicht. Habe ich bisher auch noch gar nicht angepflanzt, noch gar nicht geerntet Kartoffeln. Speiseöl steht noch in der Ölfabrik. Korn habe ich nicht, die Brennerei betreibe ich noch nicht, weil ich noch keinen Zucker habe, weil ich keine Zuckerrüben angepflanzt habe. Obst habe ich dementsprechend auch nicht. Hier auch wieder alles, was mit Kartoffeln zu tun hat. Bierfass und Bierkasten habe ich immer sauber verkauft. Joghurt, Quark, Butter, Sahne, Milch habe ich bisher zwar schon produziert, Milch steht aber noch alles in der Molkerei, habe ich noch nicht abgeholt. Fleisch und Wurst habe ich noch gar nicht produziert, weil ich meine Tiere noch nicht verkauft habe. Tomaten und Salat. Naja, Tomaten habe ich vergessen herzubringen. Salat ist hier. Was haben wir denn als nächstes? Zellstofffabrik waren wir schon. Gehen wir mal zum Komposter. Beim Komposter kann ich extrem viele verschiedene Sachen einfach in Kompost verwandeln. Was alles genau, kann man oben gleich sehen. Ich habe es auch... Ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Produktionsübersicht alles aufgeschrieben habe oder ob ich da einfach nur hingeschrieben habe, ganz viel oder so. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Aber wenn ich hier unten gucke, Kartoffeln, Zuckerrüben, Häckselgut, Silage, Gas, Gras, Heu, Stroh, Hackschnitzel, Mist und Kompost. Außerdem Feststoffe wie Ballen und Holzstämme zu Kompost verarbeitet werden. Der hier steht, wird durch einen Dieselgenerator betrieben, aber ich muss hier keinen Diesel einfüllen. Meine ich zumindest. Habe ich, glaube ich, hier noch nie gemacht. Glaube ich, noch nie irgendwo Diesel eingefüllt bisher. Asche auf mein Haupt, nicht mal in meine Traktoren. Hier liegt dann der Kompost rum. Kann ich hier abholen. Entweder hier mit dem Radlader rausschaufeln oder eben durch das Rohr da drüben direkt auf der anderen Seite der Mauer auf Hänger laden. Geht wunderbar. Molkerei. Die Molkerei betreibe ich auch. Zur Molkerei muss ich anliefern Milch,
Wasser, Leerpaletten, Karton. Ne, Moment. Kartonpaletten weiß ich gar nicht. Muss gerade erstmal wirklich gucken. Leerpaletten und Papierpaletten. So war das. Keine Kartonpaletten. Im Augenblick der einzige Abnehmer, soviel ich weiß, für Papierpaletten. So. Produktion dürfte jetzt stehen, weil, glaube ich, keine Milch mehr da ist. Aber hier produziere ich eben die verschiedensten Sachen. Quark, Joghurt, Milch, Sahne und Butter. Info, Milch leer. Papierpaletten habe ich noch, Milch habe ich nicht mehr, Wasser habe ich noch. Und leere Paletten habe ich auch noch genug. Ja, hier können wir also auch die Sachen irgendwann mal abholen. Und dann zum Lager bringen oder vielleicht auch mal direkt verkaufen. Schauen wir mal, wie die Preise dann sind. Das weiß ich so natürlich gar nicht. So, das nächste, was wir haben, was wir betreiben, ist die Obstfarm. Und da gehen wir mal hin. Bei der Obstfarm brauche ich immer Kartonpaletten, Leerpaletten. Ich habe 4 Produktionszweige im Prinzip. Ich brauche Wasser für jeden Produktionszweig. Und ich brauche Kompost für jeden Produktionszweig. Und produziere dann eben 4 verschiedene Obstsorten. Also Birne, Apfel, Kirsche und Pflaume. Was mich allgemein an diesen ganzen Sachen so ein bisschen irritiert, das mit dem Wasser hatte ich ja schon gesagt. Oder was mich stört, vielleicht viel mehr. Da kann allerdings auch der Ersteller dieser Map gar nichts für. Das liegt mit Sicherheit an den Skripten, die da verwendet werden. Ich muss zum Beispiel hier 4-mal, also für 4 verschiedene Produktionszweige, Leerpaletten anliefern und Kartonpaletten an. Und muss auch für 4 verschiedene Produktionszweige Wasser anliefern und auch Kompost. Ich würde mal behaupten, in echt wäre es so, dass ich hier zentral ein großes Palettenlager hätte, wo meine Leerpaletten und meine Kompostpaletten sind. Und wenn dann irgendwo Paletten gebraucht werden, werden die aus diesem kleinen Zentrallager geholt und werden nicht. Ja, wenn ich jetzt bei der Birne keine Leerpaletten mehr habe und bei den Äpfeln habe ich 100% Leerpaletten rumstehen, werden keine Birnen mehr produziert sozusagen, weil hier keine Paletten mehr sind. Vielleicht gibt es da irgendwann mal einen Fix. Wie gesagt, der Ersteller der Map kann da gar nichts für. Das liegt an den Skripten, die da drunter liegen und die sind, ich weiß nicht, von ihm. Was auch überhaupt nicht verwerflich ist. Da mache ich ihm gar keinen Vorwurf. Im Gegenteil, ich finde die Map toll, spiele da gerne drauf. Hier steht noch wieder ein Glas von mir rum, wieder mit so einem M82 Auflieger. Und hier stehen schon so ein paar Paletten, die fertig produziert worden sind. Was haben wir denn noch? Ich kann ja mal durch meine Fahrzeuge steppen. Ja, den Pickup Rodeo, den könnte ich eigentlich auch mal verkaufen. Da habe ich bisher noch keine Verwendung für gefunden. Der M82, einer von meinen Glas. Ah ja, ich habe noch einen MB-Truck 900. Der fährt mit einem 30.000 Liter Wasser fast durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, wo der gerade steht. Ich habe mir so für verschiedene Produktionsstätten habe ich mir kleine Cosplay-Kurse aufgezeichnet, um automatisch die Wasserversorgung zu übernehmen, um die Tanks aufzufüllen. Dann brauche ich dann mich nicht weiter darum kümmern. Dann starte ich den Traktor und der fährt da so lange im Kreis, bis das Wasser aufgefüllt ist. Noch den großen Fendt, ein MB, ein Deutz, mein Scorpion King, Holzernter, noch ein Glas. Ich habe noch, ach, das ist der 900er. Gut, dann habe ich euch angelogen. Der 900er ist das mit dem Holzfass, mit dem Wasserfass. Das ist ein MB-Truck 1500. Den habe ich mir auch gekauft, weil ich MB-Trucks einfach nett finde und einen günstigen Traktor brauchte. Den habe ich auch mit Frontladeranbau versehen und mit einer Ballen-Attacher-Gabel. Der kann mir dann beim Komposter zum Beispiel die Ballen in den Komposter reinschmeißen. Ja. Und jetzt könnten wir eigentlich mal ein bisschen was machen. Ich fahre jetzt, gehe mal hier rein und schalte einfach mal das Autoload an, und zwar den Arbeitsmodus von diesem Trailer.
weil da hinten fehlt ja auch noch eine Palette. Und dann steige ich mal aus. Wer dieses Autoload nicht kennt, das ist wirklich eine geile Sache. Ich brauche nicht anfangen mit irgendwelchen Staplern oder so zu arbeiten. Aber ich schalte dieses Autoload an und ihr habt jetzt gesehen, ich habe den nur hier rüber gezogen. Der ist praktisch in den Autoload-Bereich gekommen und da oben ist die Palette hingekommen. Das heißt, der Trailer ist jetzt voll. Da sind hier 32 Paletten drauf. Und jetzt muss ich nur mal eben ganz schnell was gucken. Ja, hier brauche ich nichts mehr mit Autoload machen. Wir können mal eben hier zu meinem Traktor hier fahren, zu dem kleinen. Mal draufsetzen, weil da habe ich nämlich auch einen Cosplay-Kurs für erstellt, damit der praktisch automatisch hier die Wasserversorgung übernimmt. Ja, ihr seht da oben auch die Punkte. Aber der Kurs ist leider irgendwie so ein bisschen in die Grütze gegangen. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Ja, der fährt nämlich sich immer hier fest. Ja, aber wenn ich den jetzt hier hinstelle und dann bei Cosplay sage, Abfahrer einstellen, können wir uns das schön mal mit angucken, was der macht. Dass ich da jetzt nichts irgendwie in den Weg gestellt habe. Ja. War klug von mir, ne? Da oben den Trailer hinzustellen. Super klug. Gut, ganz einfach. Abfahrer entlassen. Abfahrer einstellen, dann könnt ihr nur schon mal sehen, was ich vom Prinzip her hier erstellt habe. Das wird jetzt, wird sich natürlich wieder festfahren, weil der Kurs noch nicht passt. Aber das macht ja nichts. Er fährt jetzt also die vier Wasserstellen an, da wo ich Wasser für die Gewächshäuser abliefern kann. Also das Fass ist leer, deshalb fährt er jetzt einfach weiter. Ist natürlich klar. Da vorne seht ihr, habe ich auch wieder so einen Wasserschacht, so einen Ackerschacht platziert. Das heißt, da hält er gleich an. Da siehst du, ob sie deine Sieg wieder fährt. Und tankt auf. Wasser läuft voll. Fährt er jetzt wieder voll in die Grütze. Gut, Abfahrer entlassen. Hat keinen Sinn. Lepper ausmachen. Hier steht mein Mercedes-Benz. Ein MB-Truck mit Frontlader. Der steht beim Komposter, wie ich schon sagte. Und ich steppe jetzt mal durch, bis ich zu dem 900er. Da steht er mitten in der Rampa, scheinbar. Ah, bei der Molkerei steht er. Gut, dann fahren wir mal zur Brauerei. Natürlich 900er MB-Truck mit 30.000 Liter Wasserfass hinten dran. Ist natürlich schon krass. Aber auch der kommt langsam auf die Tour. Ups. Ich habe im Moment noch Verkehr ausgestellt, weil die Cosplay-Kurse, auch die ich schon erstellt habe, zu den einzelnen Produktionsstätten, die sind noch nicht so hundertprozentig. Und da muss ich dann auch noch mal bei. Aber auch das kriegen wir irgendwann geregelt. Hier wäre auch ein Brunnen, hier könnte man sich kostenlos Wasser holen. Aber das ist mir eigentlich immer viel zu weit zu fahren. Das dauert viel zu lange.
Wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn wir Strom haben, dann müssen wir eigentlich auch zumindest ans öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen sein. Kommen hier aus ja nicht überall, aber die ganzen Industriezweige, da sollte es doch bitte Wasser geben. Das andere finde ich doch sehr unrealistisch. Hier ist ein Sägewerk, hier könnten wir Holzstämme verkaufen, was ich nicht mache, weil wenn ich Holzstämme habe, dann möchte ich die bitte auch selber benutzen und selber verwerten. Hier links ist die Diesel- und Ölfabrik und dahinter ist dann ja die Brauerei. Hier sind wir ja vorhin langgelaufen. Nein, in der Folge vorher, in der ersten Folge, sind wir hier langgelaufen. Und ich fahre mal hier aufs Gelände der Brauerei. Und hier gibt es auch einen Cosplay-Kurs. Ich habe die Cosplay-Kurse versucht schon mal so ein bisschen nach Ordnern zu strukturieren. Und dann gibt es hier Wasserbrauerei. Dann lade ich den Kurs. Flüssigkeitstransport. Sage Abfahrer einstellen. Dann gucken wir das Ganze mal von draußen an. Gut, das geht jetzt in die Grütze. Das war natürlich eine eigene Dummheit. Liegt einfach mal daran, dass ich hier natürlich völlig daneben stand. Aber jetzt müsste es funktionieren. Traktor fährt. Und hier vorne. Hält er an und lädt das Wasser aus. Automatisch. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Wir gucken uns das mal an. Ich hoffe, dass der Mitschnitt auch funktioniert. Vorhin schien er mal so ein bisschen am Macken gehabt zu haben. Ich bitte das zu entschuldigen. Da müssen wir mal schauen, woran das liegt. Aber wir gucken. So, noch halb voll. Wir sehen, wie hier der Füllstand hochläuft an Wasser. Der Traktor wackelt auch ganz schön. Das ist dann anzusehen. Müsste ich vielleicht vorne auch noch mal ein Gewicht dranhängen. Aber ich habe die Befürchtung, wenn ich da jetzt noch irgendwie mal 2 Tonnen Gewicht dranhänge, dass der dann gar nicht mehr von der Strecke kommt. Vielleicht sollte ich da einfach noch mal einen größeren anderen verkaufen. Mal sehen, was ich da so anbiete. Geld genug hätten wir ja. Aber ich möchte natürlich auch gerne noch Felder kaufen. Ja, da stehen die Fässer rum. Die Kisten rum, die wir nicht abgeholt haben bisher. Müssen wir unbedingt machen. Können wir ein Zentrallager bringen. Oder wir können mal gucken, was wir im Augenblick bringen. Bierkasten bei Edeka. Richtig Kohle. Könnte man mal verkaufen. Da gibt's pro 1000 gibt es gerade 10.842 Euro. Auf einer Palette sind 5000 drauf. Das ist eine Palette, bringt mir gut 54.000 Euro. Eine Palette. Und da stehen 25. Bringt mir über 1 Million. Ich das verkaufe. Ist nicht schlecht. Kann man machen. Machen wir aber nicht mehr in dieser Folge. Wir gucken jetzt noch einmal, der füllt sich jetzt hier nochmal 30.000 Liter Wasser ein. Fährt dann weiter. Ich finde übrigens den Sound von dem Traktor so geil. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ne? Bin ich ja Fan von. Und gleich haben wir 30.000 Liter drin. Dann startet der Traktor, fährt wieder los und lässt wieder Wasser ab in die Tanks. Und da würde ich dann auch erstmal einen Break machen, denke ich mal, um dann mit der nächsten Folge morgen weiterzumachen. Und dann sind wir ja auch schon bald so weit, dass wir auf Version 3.0 upgraden können. Da bin ich ja nochmal gespannt, wie das läuft. Habe ich noch nie gemacht. Bestehenden Spielstand abgegradet auf eine andere Map.
Auch wenn es eine Nachfolgemap ist, aber es gibt eben doch einige Änderungen. Es wird dann auch noch eine neue Produktion im Hafen geben. Man kann dann Krabben und Fische dort bekommen. Man muss hinbringen. Leerpaletten, glaube ich, und Diesel. Und dann bekommt man dort Fisch und Krabben. Da kann man im Moment noch nicht viel mitmachen, außer die entweder einlagern oder verkaufen. Es gibt also noch keine Weiterverarbeitung. Es werden keine Fischstäbchen da draus gemacht oder so. Aber es gibt Scholle. Und wie gesagt, Granat, frisch vom Kutter. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich gehe mal wieder zurück zum Hof und schau mal, was hier so los ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, mich liked, mich abonniert, gerne auch Kritik hinterlasst. Das ist mein zweites Let's Play überhaupt. Da wird sicherlich noch nicht alles so reibungslos laufen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis denn!